Servus Freunde, ich bin mit der Jackie und mit dem Eddie jetzt nach Colombo, also genauer gesagt ne Combo, ist ein bisschen neben Colombo, was näher zum Flughafen ist. Die werden heute nach Hause fliegen. Ich werde nochmal in ein Hostel gehen für 4, 5 Tage. So lange muss ich noch hier bleiben, bis mein Flug in den Iran geht, obwohl ich mich schon mega drauf freue. Und jetzt zeige ich euch noch kurz einen Timelapse vom letzten Tag in Trincomalee, Sonnenaufgang. Ja, und wir müssen gleich auschecken, es ist gleich 11 Uhr. Dann werden wir Sachen hier stehen lassen, dann werden wir noch ein bisschen in die Stadt rumlaufen. Ich glaube, die Jackie wollte noch sich noch irgendwas angucken. Und dann werden die um 6 Uhr schon nach Hause. Also die werden Richtung Airport. So. Hallo. Ja. Ready? Ja. Ja, wir haben noch ein paar Minuten. Eine Stunde. Ah. Sorry, what? Yeah, I'll wait for an Uber to the airport. Yes, I wait. Thank you. Bye. Oh, erstmal kann man richtig machen. Ich habe gerade mit dem Uber-Typen telefoniert. Ja, aber die versteht man nicht. Warte, ist auf unser Uber. Die haben einen Uber, ich habe einen Uber. Und dann trennen sich unsere Wege schon. Die fahren zum Airport und ich fahre in mein Hostel. Oh Mann. Oh Mann. Hallo. Erstmal. So. All back. Only one. Only one. Only one. Yes, yes, yes. Abschied! Ja, Entschuldigung, sein Sonnenbrand. Ich kann nicht so fest drücken, wie ich will. Ich liebe dich. Nein, drück nicht. Ich hab Angst. Wir sehen uns. Ciao. Guten Flug euch. Passt auf euch auf. Schöne Tage. Wir schreiben. Ich bin zurück. Okay. Danke, dass ich euch besuchen durfte. Ciao. Ich hab das gekauft übrigens. Servus. Ich weiß gar nicht, was ich zuletzt gefilmt oder gesagt habe. Auf jeden Fall war ich jetzt 5 Tage in die Combo, allein im Hostel. Habe auch gar nichts gemacht, mir gar nichts angeguckt. Ich war nur am Strand, wo mein Hostel direkt am Strand war. Und bin heute von Sri Lanka oder will von Sri Lanka, bin von Sri Lanka schon Richtung Iran aufgebrochen. Ich bin gerade am Zwischenstopp im Oman und ja, aus Sri Lanka rauszukommen, das war schon eine Sache, weil ich da Probleme hatte beim Check-in, weil die wegen dem Visa blöd gemacht haben. Ich habe ja eigentlich kein richtiges Visa für den Iran, sondern ich habe nur diese Einladung und den habe ich denen gezeigt und die meinten, ja, es ist auf jeden Fall keine Visa-Nummer. Und sage ich, ja, ich habe auch kein Visa, das muss ich da erst holen. Und dann meinten, ja, dann geht das nicht. Ich sag hier, ich brauche das nicht, ich muss das da holen. Also das können die mich nicht reinlassen. Sage ich, ja, warum gibt es dann Visa on Arrival, wenn ich das vorher brauche? Dann sagen die, ja, stimmt. Haben ein bisschen blöd mit denen gemacht, dann gab es ein bisschen hin und her. Und dann meinten die auf einmal, ich brauche ein Rückflugticket aus dem Iran. Habe ich gesagt, nein, das brauche ich auch nicht. Dann haben die gesagt, doch, 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 sonst lassen sie mich ins Flugzeug. Dann musste ich an die Seite gehen und musste mir einen Flug raussuchen. Habe ich mir den günstigen von Iran in die Türkei genommen, den ich aber nicht abgeschlossen habe, sondern ich habe nur meine ganzen Daten eingegeben, bin bis zum letzten Schritt gegangen, bis kaufen, habe das ein bisschen hochgescrollt, sodass dieser Kaufbutton weg war, habe einen Screenshot davon gemacht, da waren alle Daten drauf vom Flug, von mir und sowas, habe das denen einfach gezeigt, die meinten, alles klar, ist okay, und habe dabei gar keinen Flug gebucht. Ja. Dann kam das nächste Problem bei der Immigration raus, weil ich einen Tag zu viel hatte. Ein bisschen
haben ein bisschen Palaver gemacht und dann. Wo ist die hinter mir? Stimmt nicht mit dir. Und ein bisschen Palaver gemacht. Sag, ja, sorry, ich habe das ein bisschen verrafft und so. Und dann hat er mich durchgelassen. Und jetzt geht's bald in den Iran. Noch 50 Minuten bis zum Boarding und dann 2 Stunden. Dann hoffe ich, dass alles klappt an der Grenze. So, ich bin im Iran. Ich bin da. Das ist so geil hier. Ich habe eben schon bei meinen Jungs in der Gruppe gesagt, das ist wie Türkei hier. Die haben alle Bärte und sehen aus wie ich. Und ich bin endlich da. Es gab eigentlich nicht mehr so große Schwierigkeiten. So ein, zwei Dinge noch zu regeln hier am Flughafen. Und ja, ich bin jetzt, ist es glaube ich 7:30 morgens. Und bin auch schon seit, keine Ahnung, 16 Stunden unterwegs wieder. Und ja, jetzt, ich habe ein paar Mädels aus den Niederlanden, mit denen fahre ich gleich im Zug. Die haben mir gesagt, hier gibt es einen Zug. Ich wusste das gar nicht. Gott sei Dank. Und dann sehen wir uns gleich in Teheran. Das dauert auch ein bisschen bis dahin. Und dann erstmal ins Hostel und schlafen, auf jeden Fall. Ich bin im Iran. Geil. Ja, war noch ein bisschen alles kompliziert. Noch an dem Flughafen hier im Iran. Aber eigentlich doch gar nicht so schwer. Ich habe es irgendwie leichter gehabt als alle anderen, die da waren. Da waren noch so 50 Leute, die auf ihr Visum gewartet haben. Lag vielleicht daran, dass ich das über mein Hostel gemacht habe. Und ja, jetzt bin ich hier gerade in meinem Dorm. Ich würde euch mal zeigen, das Geld hier, man muss ja das Geld wechseln, weil es hier keine, Iran ist nicht an das internationale Kreditkartensystem angeschlossen, wegen diesen ganzen Sanktionen in den USA. Man muss das ganze Geld immer, also bar mitbringen und dann wechseln, weil mit Kreditkarte ist hier gar nichts, man kommt nicht an Geld ran. Und da habe ich heute 400 Euro gewechselt am Flughafen direkt. Und ich zeige euch das mal, wie das hier aussieht, so ein richtiger schöner Batzen. Das ist so, das fühlt sich so komisch an, wie so aus den amerikanischen Filmen, wenn so ein Gangster so einen hinschmeißt, so, hier kannst du den, bring den um für mich, hier so. Und dann noch ein bisschen anderes, im Prinzip das gleiche, ganz komisches Geld. Und die haben auch zwei Währungen hier so, also einmal diese vom Staat und einmal so eine lokale Währung. Ich habe das noch nicht ganz verstanden, ich check das noch nicht ganz. Die haben mir das versucht zu erklären, aber ich blick da noch nicht so ganz durch. Und ich zeige euch gleich mal kurz meinen Hostel und dann gehen wir schon was essen. Ich will unbedingt Kebab essen. Unbedingt. Hier ist mein Hostel. Es ist echt ganz geil hier. Man hat hier so einen kleinen, nicht Pool, sondern Brunnen in der Mitte. Irgendwie sind hier so kleine Zelte. Ich glaube, da kann man auch drin pennen. Und warum da eine Wassermelone im Brunnen liegt, weiß ich auch nicht. Aber es ist ganz chillig hier. Und hier da vorne auf den Liegen, da habe ich heute 4 Stunden gepennt, weil ich noch nicht einchecken konnte und ich so ultra müde war. Ich wollte euch mal kurz was zeigen. An den meisten Hostels oder Hotels gibt es immer 2 Türklinken. Und, aber ich weiß nicht, welche ist. Auf jeden Fall, wenn du ein Mann bist als Beispiel, muss man hier klopfen und als Frau zum Beispiel hier, ich weiß aber nicht welches, wie gesagt, damit dann dementsprechend die Person aufmacht. Also wenn ein Mann klopft, soll dann ein Mann aufmachen und andersrum eine Frau. Und jetzt Kebab ab. Hab gerade gefragt, wo ich hin soll, so ein paar Minuten von hier. Und dann hau ich mir erstmal einen Kebab rein. Und jetzt laufe ich einfach ein bisschen rum, ist ein bisschen laut hier gerade, ich bin halt auf der Hauptstraße. Ich schaue mir mal noch ein bisschen was an, bevor ich wieder ins Hostel gehe. We'll be right back.
bei so einer riesigen Moschee, sowas habe ich auch noch nicht gesehen. Und davor standen zwei Polizisten. Da dachte ich mir, frage ich erstmal lieber, bevor ich ein Video mache. Ich bin hingegangen, habe gefragt und die meinten, nein, auf gar keinen Fall. Dann haben auch gleich irgendwie das Handy rausgeholt. Dann habe irgendwer angerufen und ich dann schnell dachte, schnell weg, 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 weg. Man muss echt aufpassen, was man hier filmt. So öffentliche Gebäude und sowas, Moscheen, das ist alles so ein bisschen gefährlich. Vor allen Dingen militärische oder staatliche Gebäude darf man gar nicht filmen. Ja, little bit hard. Und jetzt denke ich, wir sehen uns morgen. Morgen habe ich ein bisschen was vor, wenn ich das hinkriege. Den Freiheitsturm will ich hier sehen und die alte amerikanische Botschaft. Da sind sowas mit Graffitis besprüht, das will ich mir morgen alles machen. Das sehen wir uns morgen. Morgen, zweiter Tag im Iran. Ich bin jetzt gerade bei der alten US-Botschaft, die ist ja, die leer ist, die nicht mehr existiert. Und hier sind viele Graffitis an den Wänden von der Botschaft. Das ist, glaube ich, auch ein Museum geworden. Ich zeige euch mal, wie die USA hier aufs Korn genommen wird. Also, hier die Freiheitsstatue als Totenkopf. Und ja, ich glaube, es gibt sehr wenig Länder oder sowas, die sich das trauen, der USA auch mal den Mittelfinger zu zeigen. Was ich im Prinzip ganz gut finde, aber die Spannung, glaube ich, wissen wir alle, zwischen den beiden Ländern ist trotzdem nicht so schön. So, ich bin jetzt im Konsulat im Alten, was jetzt ein Museum ist. Der Eintritt hat 300.000 Rial gekostet. Und ich habe auch direkt gefragt, ob man die Videos und Fotos machen darf. Aber ich hatte irgendwie gelesen, dass es mehr Graffitis gibt. Ich muss mal gucken, ob ich die noch finde. Jetzt gehen wir erstmal rein. Ich laufe einfach mal durch die Räume. Ich habe selber keinen Plan, was hier alles was sein soll. Aber ich zeige euch mal einen anscheinenden Verhörraum. Der ist noch da, oder? Ja, Moment. So der Verhörraum aus Glas. Warum es auch immer sowas gab hier, keine Ahnung. Ja, man sieht hier auch noch viele alte Computer und Maschinen. Das ist auch übrigens hier so ein Panzerraum mit so einer Panzertür hier. Wahrscheinlich auch ein wichtiger Raum. Und hier, wie ich eben wohl gelesen habe, wurden Dokumente vernichtet. Nachdem die das wohl hier aufgegeben hatten, haben die das versucht, alles zu vernichten noch. Ich gehe mal ein Stück weiter. Ja, auch so Computersachen. Und noch mal so eine Panzertür. Gehen wir mal da rein. Ja, auch jede Menge alte Geräte. Teletyp. Alte Telegrafen oder was das sein soll. Ja, hier haben sie noch ein anderes Graffiti. Ich weiß nicht, ob das das Weiße Haus ist oder das Kapitol. Auf jeden Fall haben sie da eine Israel-Flagge oben dran gemacht und wieder die Freiheitsstatue als Totenkopf. So, ich bin jetzt hier hinter mir am Freiheitsturm. Der Massoud, den ich gerade in der U-Bahn kennengelernt habe, wieder einmal jemanden in der U-Bahn kennengelernt, hat mich den ganzen Weg von der U-Bahn bisher begleitet, um mir das Ding zu zeigen. Und ich zeige euch das mal kurz. Das ist der Freiheitsturm. Ist auch ein riesen Gelände hier drumherum. Und ich will jetzt mal versuchen, das erste Mal eine Hyperlapse zu machen. Ihr kennt ja sonst über die Timelapse, die ich mache von den Sonnenuntergängen. Ich versuche jetzt hier von mal eine Hyperlapse zu machen. Habe ich bei einem anderen Vlogger gesehen. Auch von hier. Deswegen versuche ich das einfach mal. Ich habe keine Ahnung, ob das klappt. Noch nie gemacht.
Und dann schaue ich euch, zeige ich euch mal ein bisschen hier diesen Freiheitsturm und den Park drumherum. You say you just need time to figure me out. When you fix the pieces, you can slowly breathe right in and tell me where you are. I know you're scared of going deeper, underestimating my heart, breaking down whenever we touch. Oh, nah, nah, nah. Put my hands upon your shoulder, I feel the pain that I can alter. Still, I never wanna change ya. Swear I'm not tryna be rude. It's best for you. I'm not tryna be rude. It's best for you. Und jetzt war ich gerade hier bei dieser Moschee hinter mir. Ist echt mega schön. Also ich habe selten sowas Geiles gesehen. Von innen darf man leider keine Fotos machen. Ihr versteht schon. Und außen durfte ich ein bisschen filmen und Fotos machen. Und also innen drin ist so ein Mosambik-Spiegel. Das sieht echt wunderschön aus. Und ich saß da auch eine halbe Stunde drin, habe mir das echt mal angeguckt. Und das ist echt so ein richtig friedvolles Gefühl da drin in der Moschee. Muss ich sagen, echt, wow, Wahnsinn. Und die Architektur ist auch mega schön, einfach. Und jetzt gehe ich noch über den Bazar, da muss ich eh drüber, so einen kleinen, um zu meiner U-Bahn zu kommen. Und dann will ich mal auf den großen Bazar, den größten und ältesten der Welt, wollen. Ich glaube, das ist sogar UNESCO, wenn ich mich nicht irre. Keine Ahnung. Der Vlog ist viel zu lange geworden, deswegen muss ich den jetzt einfach mal cutten. Das ist schon 20 Minuten, also längster Vlog überhaupt. Es kommt noch eine richtig geile Sache. Ich mache doch direkt das Video im Anschluss fertig. Vielleicht wird das noch ganz kurz. Vielleicht mache ich das dann doch in 2 Tagen erst. Sagt vielen Dank, like, teilen, verbreiten. Iran ist einfach nur geil, sage ich. Einfach nur geil.